Vorwerk Kobold VR200 versus den InLife Staubsaugerroboter. Kann man sich hier mal einen Überblick machen in der Stube, wo viel Platz ist, mit Teppichboden. Kommen die beiden da gut voran, ja oder nein? Da ist es soweit. Oh, der da hinten im Chaosprinzip, der schwarze InLife, kommt langsam wieder zurück. Der Seitenreinigungsmodus vom Vorwerk ist auf jeden Fall direkt am Start. Ist schon mal interessant hier, wie die kleinen Krabbeltierchen hier sich so durch die Stube durchboxen. So, jetzt hier wird es wieder interessant. Den haut der voll um. Alter Schwede. Ich sag's immer wieder, also, naja, bei günstigen Staubsaugerrobotern ist das weniger lustig. Da ist der Vorwerk doch schon um einiges vorsichtiger, aber auch nicht 100% vorsichtig. So, da sind sie jetzt beide wieder dabei. Der InLife hat keine Kletterhilfe, meistert kleine Hügel, aber trotzdem, wie man sieht. Und wieder hoch. So geht das auch. Und der Vorwerk da hinten hat jetzt den Raum abgescannt und macht, wie gesagt, sein Ding. Auch nicht weiter schlecht. Da hängt der InLife fest, Rückwärtsgang rein, fährt gegen den Katzenkorb gegen. Also da sieht man auf jeden Fall die transparente Bewegung von dem Vorwerkstaubsauger, der definitiv langsam was macht. Gucke, der scannt wirklich so lange. Der haut inzwischen schon wieder ab. Ist jetzt nicht weiter schlimm, aber der fährt jetzt einfach raus irgendwo anders hin. Der wird wahrscheinlich den Weg in die Stube nicht mehr finden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Währenddessen der jetzt hier versucht, ein bisschen unter die Möbel zu kommen. Das ist auch noch so ein interessantes Argument, wie man jetzt hier so direkt sehen kann. Aber da oben ist, wie gesagt, der Hebel, der sagt, es müsste, wie gesagt, vorsichtig gesaugt werden. So ganz drunter fahren, das kann nur der InLife. Der ist dafür einfach flach genug. Der, wie gesagt, jetzt gerade an der Dockingstation sich da zu schaffen macht vom Vorwerk. Ja, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz wieder hinterher. Ach, der rammelt jetzt hier gerade rum. Ach, da kommt er schon wieder zurück. Er findet doch den Weg in die Stube, hätte ich nicht gedacht. Das Einzige, was jetzt passieren kann, dass er jetzt ein Programmumschwenker kriegt, dann hat er ein großes Problem. Dann fährt er nämlich direkt nicht in die Stube, sondern woanders rein. Aber doch, so wie es aussieht, er nimmt den... Nein, siehst du, das ist genau das, was ich gemeint habe. Weil der einfach random unterwegs ist und keine Laserfokussierung hat, beziehungsweise eine Laserabtastrate, wo er weiß, wo er als nächstes langfahren müsste. Sonst wäre er jetzt hier in den Raum reingefahren. Der hat doch keine Orientierung, wo er denn als nächstes hin muss oder wo er schon mal war. Das ist beim Vorwärts anders. Der schafft das definitiv, wie man hier sieht, von A nach B zu fahren. Und gucke, ganz vorsichtig ditcht er an. Also ich muss sagen, so mein Fazit zwischen den beiden Staubsaugern, klar, wer das Geld über hat, die 700, 750 Euro, sage ich mal, für den Vorwerkstaubsauger, kann man mal machen. Für mich kommt es an der Stelle jetzt nicht in Frage. Muss man immer sehen, was man so braucht. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat er sich hier festgehakt am Osterhasen, der kann doch gar nichts dafür. Ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Muss man definitiv mal gesehen haben und ausprobiert haben, ob es nun ein günstiger Staubsauger wird oder ob man doch die... Oh, 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 das kann gefährlich werden, Freunde. Meine Güte, das ist das Problem... Oh, halt mal an. Das ist das Problem von diesen Bürsten hier, wie ich das schon mal erwähnt habe. Die verhaken sich einfach und dann reißen die euch alles um. Das kann wirklich...